Hier erzähle ich heute was zur Anwendung, Ausführung der Körpertäuschung im Kinder- und Jugendhandball. Von den Minis bis zur D-Jugend findet die Basisschulung statt. In dieser Ausbildungsstufe ist die Hauptaufgabe, die kognitive und motorische Entwicklung der Spieler voranzutreiben, sodass die Angreifer in der Lage sind, angemessene Lösungen für die von der Abwehr geltenden Aufgaben zu finden oder gegebenen Aufgaben zu finden. Und hierbei ist zu beachten, dass in den jüngeren Altersstufen noch eine Manndeckung vorgeschrieben ist. Deswegen sollten die Angreifer fähig sein, mit und ohne Ball sich vom Gegner zu lösen und taktisch sinnvolle, gewinnbringende Räume anzugreifen. Dabei ist am Anfang gerade die regeltechnische Einschränkung eine große Herausforderung für die Spieler, also der 3-Schritte-Rhythmus oder die 3-Sekunden-Regel. Daran sollte halt gerade am Anfang viel gearbeitet werden, weil die Kinder da noch sehr Probleme haben. Über allgemeine motorische Aufgaben und allgemeine Spielform mit und ohne Ball sowie spezifische Übungsformen zum Technikerwerb, also Fangen, Passen, Werfen und Täuschen, sollen die erforderlichen Kompetenzen im Training vermittelt werden. Angreifer sollen mit Ball den Verteidiger zu beiden Seiten umlaufen können, um eine günstigere Spielkonstellation zu schaffen. Im Rahmen der Basisschulung von den Minis bis zur D-Jugend haben die Spieler in der Regel jetzt schon ein erstes Technikrepertoire vermittelt bekommen. Das sollte aber nicht dazu führen, dass die Technikschulung im Grundtraining vernachlässigt wird, sondern genau im Gegenteil. Ab dieser Ausbildungsstufe sollten die erworbenen handballspezifischen Grundtechniken gefördert oder gefestigt werden und optimiert werden und noch weitere eingeführt werden. Und der Erwerb von Grundtechnikvariationen und jeweils situationsgerechte Anwendungen unterstützen die individuell taktische Entwicklung der Spieler. Neben dem klassischen Spielverständnis, also wo befinden sich meine Mitspieler und meine Gegner und wo befinden sich der Ball, sollten die Spieler auch lernen, bei der Bewertung einer Spielsituation auch ihre eigenen technischen und athletischen Voraussetzungen mit einzubeziehen. Zu den individuellen Aufgaben im Positionsangriff zählt die Körpertäuschung, Zurwurfarm bzw. Wurfarm gegen Seite mit Folgehandlung. Ein wichtig technisches Element bei der Körpertäuschung ist die Nullstellung oder auch Nullschritt genannt. Die zeichnet sich durch wie folgt aus. Zum einen wird der Ball in der Luft angenommen, also die Füße haben keinen Bodenkontakt. Gelandet wird auf beiden Füßen gleichzeitig oder auf einem Bein, aber da ist halt eine stabile Landung wichtig und dafür brauchst du bestimmte athletische Voraussetzungen. Führt der Angreifer die Nullstellung technisch korrekt aus, dann zählt die Landung nicht als Schritt. Das bedeutet, der Angreifer hat nach Landung noch 3 Schritte zur Verfügung. Eine Selbstvorlage ist nicht möglich, zum Beispiel den Ball aus dem Prellen in die Hand nehmen. Das heißt, nach der Ballaufnahme zählt jeder Schritt. Und nach der Ballaufnahme sollte der Angreifer den Wurfarm immer in die Alles-ist-möglich-Position bringen. Das bedeutet, in die Passauslage und immer den Arm über die Schulterhöhe führen. Gerade bei einer Manndeckung ist das Timing für die Ballaufnahme in einer Nullstellung besonders schwierig. In diesen Altersklassen ist auch die Körpertäuschung nicht die bevorzugte Angriffswahl. Hier sollte man eher die Lauftäuschung machen, also den Gegner ohne Ball umlaufen oder halt mit Ball prellend. Erst ab der Raumdeckung mit einer 1,5 in der D-Jugend ist quasi die Körpertäuschung empfehlenswert und kann da quasi mit als Angrifftechnik eingeführt werden. Bei der Schulung von Körpertäuschung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das im Training quasi integrieren kann und beibringen kann. Die erste ist zum Beispiel, dass man keinen Pass kriegt, sondern sich quasi den Ball selbst vorlegt. In dem Fall müssen die Spieler nämlich nicht auch noch den Pass verarbeiten, sondern können sich komplett auf die Körpertäuschung konzentrieren. Eine andere Möglichkeit ist auch noch eine Körpertäuschung gegen ein Hütchen oder gegen einen Dummy. Als Dummy kann man auch eine Matte aufrecht hinstellen und dagegen quasi eine Körpertäuschung machen. Hier empfiehlt sich auch eher gegen einen Dummy als gegen Hütchen zu machen, weil beim Hütchen geht eher die Tendenz, dahin auf den Boden zu gucken. Bei den Dummies natürlich eher Richtung Dummy. Und das Ziel soll ja immer im Blick gehalten werden, deswegen ist es mal besser, den Kopf oben zu halten, als unten auf die Hütchen zu schauen.